Hallo und herzlich willkommen zurück auf startdrumming.de zur aktuellen Lesson of the Week. Diese Woche zeige ich dir, wie man aus einer Stick-Control-Übung Licks bauen kann. Und ich habe dazu ja schon etliche Lessons gemacht, wie man grundsätzlich mit der Stick-Control arbeitet. Das ist ja eins der meistverkauften Schlagzeug-Lehrbücher überhaupt und ich verwende das wirklich auch sehr, sehr häufig und sehr, sehr gern. Es ist eben sehr, sehr vielseitig. Und heute verwenden wir da im Prinzip entweder, ich muss da mal nachschauen, ich weiß es nicht genau, die Übung 33 oder 34 auf der Seite 2 in dem Buch. Das ist im Prinzip dargestellt als Achtelnoten, aber da das Buch ja in Cut-Time geschrieben ist, zählt man das in Sechzehntel. Ich habe das jetzt hier als Sechzehntel auch notiert und so verwenden wir das auch. Und da zeige ich dir ein paar Möglichkeiten, wie man das am Set als Lick anwenden kann. Zunächst mal einfach zum Handsatz. Im Prinzip haben wir da in der ersten Sechzehntelgruppierung die erste Hälfte von einem rechten Paratitel. Das geht also rechts, links, rechts, rechts. Rechts, links, rechts, rechts. Und dann kommt der Handsatz links, rechts, rechts, links. Ist quasi ein Double-Stroke-Roll per Mutierung. Also den ersten linken haben wir dann auf der Zählzeit 1. Und dann kommen zwei Doppelschläge auf E und dann haben wir noch auf D den zweiten linken Doppelschlag, wenn man das so sagen will. Und das wird kombiniert mit dem ersten Teil, also rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links. Und das kann man jetzt mit Akzenten versehen. Da betonen wir den ersten rechten Schlag und alle linken Schläge. Und das geht dann so. 1 E und D, 2 E und D. 1 E und D, 2 E und D. Von der Seite sieht das dann so aus. 1 E und D, 2 E und D. 1 E und D, 2 E und D. 1 E und D, 2 E und D. Und das kann man zunächst mal einfach mal eine Weile üben. 1 E und D, 2 E und D, bis das leichter geht. Macht da jetzt immer eine kleine Unterbrechung. Man kann das auch immer fortwährend spielen. Das wären dann drei Akzente nacheinander, weil ja der letzte Schlag auch ein linker Akzent ist. Dann kommt wieder rechts ein Akzent und dann wieder links. Ist also genau das hier. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links. Das kann man auch machen und dann kann man das im Prinzip so lang spielen, wie man will. Das kannst du ja einfach mal ausprobieren, wenn der Handsatz einigermaßen sitzt. Als nächstes kann man dann das Ganze verteilen. Und zwar mache ich dann als erstes eine ganz einfache Sache. Ich spiele alle linken Akzente, also alle Schläge in der linken Hand auf dem Tom 1. 1 E und D, 2 E und D. 1 E und D, 2 E und D. Ich zähle jetzt immer zwei Viertel, das habe ich auch so notiert, damit ich einfach das Pattern, das Lick, mir so besser dann klar machen kann. Und deswegen wird das jetzt im Zwei-Vierteltakt geschrieben. Später machen wir natürlich Groove-Beispiele, da kann man das in Vier-Vierteltakt einbauen. 1 E und D, 2 E und D. 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 1. Und du solltest das auch so üben, dass es wie ein Reflex spielbar wird. Dass du also nicht mehr darüber nachdenken musst, denn wenn wir das jetzt mit einem Groove kombinieren, zum Beispiel mit dem hier, 1 und 2 und 3 und 4 und, dann gehst du einfach her und spielst ab der Zählzeit 3 einfach dieses Lick. Und das sieht dann so aus. 1 und 2 und 3, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Denn so kann man das auch wirklich richtig schnell spielen.
Denn das ist ja auch der Sinn und Zweck von solchen Leaks, dass man einfach sie wie ein Reflex drauf hat und einfach abrufen kann, ohne darüber nachdenken zu müssen. Und das wäre das erste Beispiel. Das war jetzt wieder die Kurzversion zur aktuellen Lesson of the Week. Ich habe dir hier ein Pattern gezeigt, wie du diesen Handsatz als Leak auf dem Set verteilen kannst und als Fill-In verwenden kannst. In der Vollversion auf meinem kostenlosen Mitgliederbereich zeige ich dir noch zwei weitere Varianten. Zum einen ein weiteres Fill-In und eine Interpretation für eine Groove-Anwendung. Wenn du da noch nicht Mitglied sein solltest und ein Interesse daran hast, dann findest du jetzt hier oben im i einen Link auf die Start-Homepage. Da gibt es dann ein Anmeldeformular zur Lesson of the Week. Dann verpasst du da nichts mehr. Solltest du noch nicht Abonnent meines YouTube-Kanals sein, dann kannst du das jetzt unten im Wasserzeichen nachholen oder auf das YouTube-Symbol klicken. Dann verpasst du auch da nichts mehr. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Das freut mich und hilft mir weiter. Solltest du Interesse an persönlichem Unterricht haben, dann kannst du jetzt hier auch nochmal oben ins i klicken. Da findest du alles zum Thema Skype Lessons. Seit kurzem kann man mich auf Patreon unterstützen. Da findest du auch oben im i alle Informationen. Und dann möchte ich mich natürlich noch ganz herzlich bei meinen Unterstützern bedanken. Das hilft mir wirklich weiter, diesen Unterricht weiter ausbauen zu können. Herzlichen Dank. Nächste Woche gibt es eine weitere Lesson of the Week. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß mit diesen Leaks bzw. diesem Pattern, das ich als Leak hier anwende. Viel Spaß und nicht vergessen, start drumming!